Tag der offenen Gesellschaft gibt es seit 5 Jahren. Unter dem Motto Tische und Stühle raus veranstalten Menschen einmal jährlich Aktionen überall in Deutschland. So auch in diesem Jahr wieder in Essen-Steele. Das Bündnis Mutmachen Steele bleibt bunt lud zu einem Stadtfest auf die Steeler Ruhrwiesen ein. Ziel war es, ein sichtbares Zeichen für Zusammenhalt und Frieden zu setzen und die Menschen ins Gespräch zu bringen. Jetzt eröffnen wir auch nochmal richtig und offiziell das Fest zum Tag der offenen Gesellschaft. Clara von Mobility, wir sind ein Nachbarschaftsprojekt und verteilen jeden Freitag hier in Steele Tee an die Nachbarn. Ich bin hier stellvertretend für das Morgenland und wir haben hier ganz viele orientalische Spezialitäten. Versuche gleich in dieser brüllenden Hitze mal ein bisschen Yoga zur Abkühlung zu machen. Ja, das ist doch fein. Also wir transportieren keine Menschen, wir transportieren eine Botschaft. Also ich baue jetzt gerade hier unsere Foodsharing-Ecke auf. Wie heißt das? Foodsharing. Food. Foodsharing. Ja, was ich dich fragen wollte noch als Mr. Steeler Historiker, Ernst Steffen. Dadurch, dass wir sogar Holz aus Essener Wäldern verarbeiten, also selbst das Holz bekommen wir nicht woanders her, da kooperieren wir mit Grün und Hura. Schönes Festival, nette Leute, gute Atmosphäre. Üsküdar'a gidelim.
einmal kurz durchchecken lassen wollen, wir haben hier so ein... Ja, ich lasse mich beraten, ich gebe zu, ich habe davon keinen. Ich mache jetzt mal 4,5. Du bist Gift für mich. Du bist blondes Gift, dir trink ich mich fieberrot, bis zum letzten Tropfen, bis zum kleinen Tod. Du bist blondes Gift, bis der Pfeil, der trifft. Dein kalter Kuss erweckt in mir ein längst vergessenes, dunkles Tier. Du bist Gift für mich. Du entkommst mir nicht.